sind wir auch schon wieder bei Super Smash Mobs. Heute spielen wir den Slime. Und ja, was hat der Slime denn so drauf? Also, wie der andere Charakter ja auch, der Double Jump. Dann, ich muss jetzt gleich selber mal gucken, ich habe den Slime wirklich selten gespielt. Aber ich werde das jetzt im Laufe des Spiels sowieso erklären. So, dann hat er mit dem Schwert die Slime Rocket. Ich glaube, da laden wir, da laden wir einen Slime, genau, unten, man sieht unsere Leiste, die XP-Leiste, die füllt sich immer auf, und wenn diese sich auffüllt, können wir einen stärkeren Slime sozusagen schmeißen, und damit, da glaube ich, machen wir dann einen Slime Slam, also einen ganz normalen Tackle, ja, genau, einfach ein Tackle ist das, so. Den hauen wir jetzt erstmal weg. Hä? Ist das nicht... Ich verstehe gerade die Slime Rocket irgendwie nicht. Egal. Ach so! Ja, ja, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Wow! Fuck. So, ich muss jetzt ganz kurz... Ah! Dex-Typ. Weg, damit ich das verstehe. So, also... Unten lädt sich immer diese XP-Leiste auf. Und wenn diese XP-Leiste aufgefüllt ist, haben wir die Möglichkeit, den Slime, den wir schmeißen wollen, mehr aufzuladen. Sprich, wenn ich jetzt Rechtsklick gedrückt halte, sieht man, dass die Leiste unten, ja, einfach verschwindet. Das ist anscheinend das Maximum. Und dann können wir einen dickeren Slime werfen. So. Damit sollte man dann treffen, wenn er dicker wird. Ah, und dann hat er eine Ablenkzeit, verstehe. Und mit dem Tackle können wir unseren Sprung erweitern. Oder ich weiß nicht, ob wir damit auch Damage austeilen können. Wir testen es jetzt mal einfach aus. Wow. War nicht so eine gute Idee. Aber ich glaube, Damage austeilen vielleicht. Aber ich erweitere jetzt damit lieber immer meinen Sprung. Finde ich besser. Sind erst einmal gestorben. Sieht ganz gut aus für uns. Wow. Ah, den haben wir nicht erwischt mit unserem Schleim. Und stirb! Ist ein bisschen schwer, die zu werfen, finde ich. Ah, ich habe den noch gar nicht ready. Ja, aber dank diesem Schleim-Slam können wir richtig weit springen. Ah, genau. Nochmal die Rüstung zeigen. Oh, ein Slime hat ja echt gar keine Rüstung fast. Nur ein Kettenhemd und eine Kettenhaube. Ist also echt nicht viel. Komm, versuchen wir ihn abzuschmeißen. Ah, das ist ja cool. Wir können sozusagen den Slime, den wir auf unserem Kopf haben, dann als Schutzschild benutzen, wenn uns jemand einen Pfeil abwerfen will. Das ist auch echt cool. Wusste ich hier selber noch nicht. Boah, fuck. Boah. Nein! Boah, das war echt knapp. Mann, diese Bogenschützen heute sind richtig gut. Und ich weiß nicht, es sieht aus wie ein Team. Bin mir nicht sicher. Wow. Den haben wir richtig hart erwischt. Mit unserem Slime. Ja, deswegen ist er auch gestorben. Aber wir haben selber nicht mehr 4 HP. Das ist ein bisschen blöd. Wir müssten laggen. Aber nein. Machen wir nicht. Wow. Dieser Jump, ey. Slime ist echt beweglich, muss man schon sagen. Hätte ich echt nicht gedacht. Oh Mann. Hm. Komm. Oh. Es ist echt schwer mit diesen Schleimwürfen zu aimen. Komm. Aber im Nahkampf sind wir dennoch ganz okay. Boah. Haben wir... Ah ja, stimmt, die können ja auch dann im Nahkampf kämpfen. Also es ist ganz gut, wenn wir die hochwerfen. Boah. Komm, den hauen wir dann im Nahkampf weg. Boah, wow, auch nochmal den Slime erwischt, geil. Den haben wir richtig gut weggehauen. Und es leben ja wirklich noch alle Spieler. Das ist echt eine lange Runde. Da finde ich cool. Ha. Oh, da hat unser Slime dich wieder richtig hart erwischt, was? Ah, ist er unten? Da ist unser Slime. Hol ihn dir! Wow, fuck. Nein, ist gut.
Oh, scheiße, ja, wir sind tot. Der hat uns richtig gut weggehauen. So. Aber wir kommen wieder. Wow. Oh. Jetzt lieber ein bisschen auf. Nicht, dass er uns jetzt wieder in die Schlucht schmeißt. Aber wir haben noch unseren Slam. Wow, fuck. Oh, das ist richtig gut. Nach wie vor. Und da oben ist ein Team. Eigentlich müsste ich die zuerst ausschalten, weil... Ja, halt Team, ne? Und ein Slime kann richtig hoch springen, merke ich. Auch normal. Ist ja echt heftig. Wow. Wow. Wow, war klar, dass wir da landen, ey. Das ist richtig blöd, dass wir hier ein Team erwischt haben. Bin ich am überlegen, wie ich vorgehe. Ah, hier hoch kommen wir. So, gucken wir, wann unser Slime wieder ready ist. Oh, fuck. Wir werden gleich abgeschossen. So. Hier undercover. Leider hat er uns danach gesehen. Ja, was willst du tun? Ich schmeiß euch alle runter, ihr Camper. So, einer ist aus dem Spiel. Das ist schon mal richtig gut. Hier bauen wir unseren Slime auf, ja. Ja, du willst auch noch kommen, oder? Jetzt kommen wir zu dir. Oh, wir sterben. Wusste er überhaupt, welcher der richtige Slime war? So, hier, friss das. Oh, verdammt, ist nicht so weit geflogen. Friss das. Oh, verdammt. Da kommen so Slimes hier, ey. Boah, fuck. Komm, dicker Slime nochmal am Ende. Oh. Ja! Haben ihn, glaube ich, mit einem Slime-Schuss getötet. Ja, mit dem Hepic Attack. Oh yeah. So, war eine Runde mit einem Slime, ne? Ich muss schon sagen, mit einem Slime hat es mir gerade richtig viel Spaß gemacht. Er kann richtig hoch springen. Hat sogar noch einen Slime-Tackle, mit dem er den Sprung erweitern kann. Und die Schleimschüsse waren auch richtig interessant. Dieses System, wie das funktioniert. Ich habe es beim Anfang zwar nicht gecheckt, aber finde ich richtig cool. Ich weiß jetzt nicht, ob die Runde... Okay, die Runde war schon länger. Ich werde mal gucken, ob ich noch eine dranhänge. Ansonsten, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder, aber nicht in der zweiten Runde, sondern ich habe gemerkt, die Runde war schon für die eigentliche Vorstellung lang genug und drum komme ich jetzt einfach nochmal zu meinem Fazit von den Slime. Also, er hat zwar eine sehr schlechte Rüstung, muss man schon mal sagen, nur ein Kettenhemd und eine Kettenhaube, aber ja, dafür ist er ziemlich beweglich, hat einen erhöhten Jump Boost und ja, hat dazu auch noch diesen Skill sozusagen, womit er diesen Jump erweitern kann. Er fliegt dann entweder weiter oder höher. Man kann die Richtung halt selber entscheiden. Man kann damit auch schneller runterkommen, zum Beispiel. Und ja. Ansonsten dann noch dieser Skill, dass man halt diesen Slime werfen kann. Ich habe ihn am Anfang nicht verstanden, ja, aber das mit der XP-Leiste ist eigentlich schon eine gute Idee. Und dass er dann immer dicker wird und dich im Kampf sogar unterstützen kann. Das ist richtig cool. Also ich finde das Slime-Kit, es ist zwar schwach an Rüstung, hat aber dennoch gute Vorteile, die ihn beweglich machen und den Slam, den man zum Beispiel auch noch werfen kann, hat, gibt richtig guten Knockback. Ich glaube auch richtig guten Schaden, wenn man den auflädt. Und ja, im Großen und Ganzen ein richtig cooles Kit. Muss man sogar nicht mal kaufen mit Gems, das hat man einfach so free. Und ja, finde ich richtig cool, ist empfehlenswert und bis dahin, also bis zur nächsten Folge, dann tschüss.